Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, schön, Herr Cooper, dass Sie die Kurve doch noch irgendwie gekriegt haben. Als Sie angefangen haben, haben Sie ja auch etwas typisch Deutsches gemacht, nämlich mit Defiziten begonnen. Und da haben wir schon gedacht, na ja, jetzt gehen Sie so ein Stück weit am Thema vorbei. Aber gut, es ist ja doch noch mal gut gegangen in dem Sinne, dass Sie auch das Thema dieses heutigen Morgens, nämlich das Thema Integration und in die Zukunft denken und in die Zukunft entwickeln, in den Mittelpunkt Ihrer Rede gestellt haben. Und vielleicht noch eine Korrektur. Gesetze zum Thema Teilhabe und Integration haben wir schon länger. Vielleicht ist das in Ihrer Zeit als Bürgermeister nicht so richtig bei Ihnen angekommen, aber wir haben ein Teilhabe- und Integrationsgesetz und das finden wir auch gut so und das ist hier in diesem Haus auch einstimmig verabschiedet worden. Deswegen denke ich, können wir da relativ gut miteinander ins Gespräch kommen. Integration ist anstrengend. Das sagt Professor Elmar Falani von der Ruhr-Universität Bochum und er weiß, wovon er spricht, denn er ist einer der führenden Integrationsforscher in Nordrhein-Westfalen. Integration, sagt er weiter, fordert heraus. Sie fordert die Zivilgesellschaft heraus, sie fordert die Politik heraus, sie fordert uns alle ein Stück weit heraus und natürlich fordert sie auch eine Menge von den Menschen, die sich in unsere Gesellschaft integrieren wollen und integriert werden wollen. Aber, und da habe ich nun eigens mal den Teilhabe- und Integrationsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen mitgebracht, aber Integration lohnt sich. Und das zeigt dieser Bericht wirklich sehr deutlich. In den letzten Jahrzehnten haben wir sehr, sehr viele Menschen in Nordrhein-Westfalen aufnehmen können. Und das war gut so. Wir haben, was wäre denn NRW ohne die vielen Gastarbeiterinnen, ehemalige, ohne die vielen Aussiedlerinnen und Aussiedler? Das wäre nicht vorstellbar. Zumindest wäre nicht vorstellbar, was aus uns geworden wäre, wenn diese Menschen nicht ihre Kraft, ihr Engagement, ihr Wissen, ihre Kenntnisse, ihre Aufstiegsbereitschaft, ihre Aufstiegsdynamik, sage ich mal mit Blick auf Herrn Lindner, in unsere Gesellschaft eingebracht hätten. Wir würden jetzt nicht nur vom Fachkräftemangel sprechen, wir würden von einer Fachkräftekrise sprechen. Die Sozialversicherungssysteme sehen katastrophal aus. Die Steuereinnahmen im Übrigen auch. Und die Gesellschaft wäre insgesamt etwas älter. Und eine ältere Gesellschaft, und damit möchte ich keinem zu nahe treten, hat auch eine gewisse geringere Dynamik. Und solche negativen Auswirkungen kann man in manchen Ländern ja auch betrachten, zum Beispiel in Japan, das sich beharrlich weigert, Einwanderung zuzulassen. Und aus den Anträgen von CDU und FDP wird doch klar, dass Sie diese Erkenntnis und diese Erfolge NRWs durchaus auch teilen. Aus der langen Geschichte der Einwanderung nach NRW wissen wir aber auch, welche Fehler wir gemacht haben. Zu lange haben wir uns als Gesellschaft geweigert, uns als Einwanderungsland zu verstehen. Zu lange haben wir es in der Vergangenheit versäumt, die Strukturen unserer Verwaltung, unserer Wirtschaft, unseres Bildungssystems fit zu machen für diese Entwicklung, für diese Einwanderungsgesellschaft. Wir haben ja noch nicht mal kommunales Wahlrecht für die, die lange hier leben. Wir schießen die Konsequenz von der politischen Teilhabe aus. Und ein Einwanderungsgesetz steht bis heute noch aus. Solche wichtigen Schritte wie auch doppelte Staatsbürgerschaft scheitern immer wieder an der CDU. Das ist bedauerlich. Es ehrt aber die NRW-CDU. Herr Laschet, bleiben Sie ruhig. Jetzt habe ich auch mal ein Lob für Sie. Ja, es ehrt die NRW, dass sie zumindest in Teilen, also wir ignorieren mal den Rest, in Teilen konstruktiver als ihre Bundesschwester mit diesen Themen umgeht. Und das ist natürlich auch mit Herrn Laschet, der immer wieder dafür sorgt, und natürlich auch Frau Güler. Nie dagewesen. Diesen Ausspruch kann man jetzt immer wieder hören und lesen. So viele Menschen kommen. Flüchtlingskrise. Da wird mit großen Zahlen operiert. Zahlen, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt alarmieren, die vielleicht Ängste schüren. Aber was heißen, was bedeuten sie? Sie bedeuten, dass eine Stadt mit 100.000 Einwohnern sich um 1.500 Neubürgerinnen oder Neubürgern kümmern muss. Das ist keine Krise. Das fordert die Verwaltung heraus, ja.
Das sorgt aber auch dafür, dass die Verwaltungen, und da gucke ich auch noch mal Herrn Cooper an, der sich gerade so angeregt unterhält, dass die Verwaltungen sich vielleicht auch mal von alten Zöpfen und alten Wegen trennen müssen. Das bedeutet, dass die Verwaltungen neue Strukturen erfinden müssen an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt möchte ich doch einmal ein großes Lob für Verwaltungen auf der Landes- und auf der kommunalen Ebene aussprechen und sie das auch können. Es ist ja schon viel erwähnt worden. Wir brauchen natürlich eine Neuorganisation von Schnittstellen. Wir haben uns jahrelang nicht darum gekümmert, wie verzahnen sich Integrationskurse mit Arbeitsmarktangeboten, wie verzahnen sich Bildungs- und Weiterbildungsangebote mit Aufstiegschancen. Da haben wir uns nicht darum gekümmert. Stimmt. Das machen wir jetzt besser. Und dafür haben wir ja auch diesen Antrag eingebracht. Und wir können stolz sein, weil wir es ja auch gemeinsam beschlossen haben. Wir können alle insgesamt stolz sein darauf, dass wir die kommunalen Integrationszentren haben. Immerhin in 50 Kreisen und Kommunen und kreisfreien Städten unseres Landes. Denn die können jetzt viele der Aufgaben, die auf uns zukommen, mit der Organisation des Ehrenamtes, mit der Organisation von Seiteneinschlägen, mit der Organisation von Arbeitsmarktzugängen und Bildungszugängen, das können die jetzt in unseren Kommunen, da können die unsere Kommunen wirklich intensiv unterstützen. Und das ist gut so, weil sie haben das Know-how und sie bringen in die Kommunen ein sehr, sehr großes und wichtiges Wissen ein. Aber all diese Veränderungen, und Gesellschaft verändert sich nun mal permanent, all diese Veränderungen brauchen auch Mittel. Sie brauchen Unterstützung und sie brauchen Menschen, die diese Veränderungen vorantreiben. Und diese Mittel, da bringt das Land einiges. Der Minister hat das ja gesagt. Der Minister hat erklärt, wie viel dieses Land dazu beiträgt. Aber, und da gucke ich auch Herrn Stamp an, wir brauchen auch den Bund. Und das ist kein Schwarze-Peter-Spiel. Denn die Frage der Integration von Geflüchteten, von Menschen, die zu uns kommen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die der Bund genauso verantwortlich ist wie das Land Nordrhein-Westfalen und jede einzelne Kommune und jeder einzelne Bürger in diesem Land. Nie dagewesen heißt es aber auch, wenn es, und das möchte ich gerne anfügen, wenn es um die Willkommenskultur in unserer Gesellschaft geht. Nie dagewesen sind die freundlichen Gesichter derjenigen, die sich Tag für Tag um die neu Hinzugekommenen kümmern, ihnen Obdach gewähren, bei Ämtergängen helfen, ehrenamtlich Deutschkurse anbieten, um sich um Kinder und die Familien kümmern und so vieles mehr einbringen, damit Integration gelingen kann. Nie dagewesen sind aber auch die Allianzen zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die alle gemeinsam bereit sind, das Ihrige zu einer gelingenden Integration beizutragen. Es gibt, und das können wir, meine Damen und Herren, auch täglich lesen, auch die anderen Stimmen, die der Menschen, die unsicher sind, ob und wie die derzeitige Lage zu bewältigen ist, die sich vor Veränderungen fürchten. Auch und weil gerade die Bundespolitik und insbesondere Horst Seehofer aus Bayern diese Ängste schüren. Diese Töne vermitteln nicht das, was das Gebot der Stunde ist. Zuversicht, Vertrauen in die öffentlichen Systeme. Sie vermitteln zuallererst das Gefühl, überfordert zu sein. Vielleicht sind sie es auch in Bayern. Aber eine Lage nicht zu überblicken kann und darf nicht dazu führen, mit immer neuen und immer radikaleren Forderungen die Öffentlichkeit zu verwirren. Hier gilt es, und das ist ausdrücklich an den Bund gerichtet, hier gilt es, seine Arbeit zu tun und die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Konkrete Politik ist hier gefordert und nicht ein Wettstreit um die absurdeste Forderung. Damit schüren wir nur Ressentiments, und zwar gegen alle, die auch schon lange hier leben, hier arbeiten, hier lernen. Wenn Sie sich mit vielen Migrantinnen und Migranten der ersten Stunde Alteingewanderten unterhalten, dann sehen Sie, was diese Debatte auch mit Blick auf diese Menschen anrichtet. Und es gibt die andere Gruppe,
die sich mit rechten, menschenfeindlichen Sprüchen, mit demokratiefeindlichen Aussagen Luft machen. Die glauben, Menschenfeindlichkeit sei in diesem Land salonfähig. Entschuldigung. Dabei richtet sich ihr Wirken gegen Arbeitslose, Obdachlose, Homosexuelle, Sinti und Roma, Behinderte, Musliminnen, Geflüchtete. Und wenn wir über Demokratieverständnis und die Förderung desselben reden, dann gilt es auch, diese Gruppen in den Blick zu nehmen. Da haben Sie ja völlig recht, meine Damen und Herren von den Piraten. Aber die Verdopplung der Mittel der Landeszentrale für politische Bildung reicht da nicht. Wir müssen die Initiativen gegen rechts verstärken, und das machen wir auch. Wir fördern die Beratungsstelle für die Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Wir fordern die mobilen Beratungsstellen gegen rechts, und wir geben für die Aussteigerberatung NINA viel Geld aus. Man kann darüber streiten, ob das reicht. Aber stolz können wir sein auf die Arbeit der genannten Stellen. Und da wir die Landeszentrale bereits mit mehr Mitteln versehen, werden wir Ihren Antrag an der Stelle auch ablehnen. Politik, meine Damen und Herren, muss Zuversicht vermitteln. Das sagte die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf, Miriam Koch, auf dem Integrationspolitischen Kongress der Grünen Landtagsfraktion. Dort wurde auch deutlich, wie viele sich diesen Satz zu Herzen nehmen. Auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Herr Cooper. Mit dem vorliegenden Entwurf machen wir einen Vorschlag. Und zumindest freuen wir uns über die Anträge der Opposition, auch wenn wir nicht alle Forderungen teilen. Lassen Sie uns gemeinsam ringen. Lassen Sie uns streiten um den besten Vorschlag, um den besten Weg. Lassen Sie uns gemeinsam eine Integrationsoffensive starten, sozusagen eine Integrationsoffensive 4.0 wagen. Lassen Sie uns die Herausforderungen gemeinsam angehen. Für unser Land, wir alle sind NRW. Ich danke Ihnen.